einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Isabel, ich bin 52 Jahre, Versicherungsangestellte, wohne in Wien und suche auf diesem Wege einen humorvollen, lieben Partner. Wie lange suchen Sie denn schon diesen liebevollen Partner? Ich habe eigentlich nicht wirklich in letzter Zeit gesucht, aber ich denke mir, ich würde es einfach gerne probieren, doch noch einmal auf diesem Wege den vielleicht wirklich richtigen Partner, den ich ja bis dato leider noch nicht gefunden habe, zu finden. Wieso haben Sie bis jetzt nicht den richtigen Mann gefunden? Ich habe sehr jung geheiratet. Aus dieser Ehe stammen meine beiden Kinder. Und da wir sehr jung waren, war es dann also wirklich so, dass wir uns also völlig in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben. Und ich habe es dann noch längere Zeit versucht, aufgrund der Kinder doch irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es war dann also so, dass es einfach keinen Sinn mehr hatte. Und ich bin also doch der Meinung, in einer Beziehung sollte es mir gut gehen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann lebe ich lieber alleine. Warum ist es Ihnen dann nicht gut gegangen? Naja, ich bin mir in dieser Beziehung grundsätzlich nicht vorgekommen wie die Gattin dieses Mannes, sondern einfach wie ein Möbelstück. Das ist einfach immer da, aber beachten tut man es nicht mehr. Ich musste also in dieser Beziehung auch alles alleine entscheiden. Also im Prinzip war ich wie eine Alleinerziehende, die einfach alles selbst machen musste. Und was hat er gemacht in dieser Beziehung oder was hat er eingebracht? Ja, das Finanzielle, sage ich jetzt einmal. Also er hat einen sehr zeitausfüllenden Job gehabt und war auch sehr viel im Ausland. Und somit waren dann Dinge, die eben die Kinder betroffen haben oder wenn ich halt irgendetwas mit ihm besprechen wollte, so dass er gesagt hat, machst du, du entscheide du wirst das schon richtig machen. So quasi, er hat sich mit diesen Dingen nicht sehr befasst. Aber dafür hat er viel Geld wenigstens noch ausgegeben? Ja, nachdem er dann mit dem Studium fertig war, das schon, aber nur Geld allein ist auch nicht alles. Wollten Sie, dass er weniger arbeitet? Nein, das nicht, sondern einfach die Zeit, die er bei uns ist, dann einfach wirklich für uns da ist und mich eben auch als Frau sieht und einfach auch Dinge mit uns unternimmt und nicht einfach nur sagt, du, ich habe die Woche war so anstrengend, ich will eigentlich nur zu Hause sitzen. Also das war es dann eigentlich nicht. Er hat also auch dann absolut nichts feiern wollen. Es waren keine Aufmerksamkeiten, es war einfach nichts da. Also ich habe immer gesagt, neben diesem Mann kann man erfrieren. Da war keine Wärme, keine Liebe, gar nichts. Und der zweite, wann kam der? Der kam dann einige Jahre später. Und ja, das fing dann sehr harmonisch an. Und aufgrund des großen Altersunterschiedes dachte ich, also für diesen Mann wirst du lange jung sein und das wird schon passen. Er war am Anfang recht nett. Und das war dann einfach, er hat auch noch anfangs gearbeitet, aber dann aufgrund des Alters ging er halt in Pension und dann fing halt wirklich dieses Klammern an. Also es ist wirklich so, dass ich, also wenn ich in der Küche gekocht habe, ist er mir in die Küche nachgekommen. Wenn ich irgendwo einmal alleine wohin gehen wollte, ich gehe mit. Also war zwar nicht böse gemeint, es war dann wirklich auf Sicht gesehen so, dass ich mir gedacht habe, ich halte es einfach nicht aus. Und habe also auch dann diese Beziehung beendet und habe dann, muss ich sagen, das Alleinsein wirklich sehr, sehr genossen, weil ich einfach wieder Luft bekommen habe. Und Sie jubilieren. Ja, das war also dann wirklich sehr befreiend für mich. Für gewisse Dinge bin ich mir einfach zu schade. Also wenn ein Mann nur eine Frau für eine Nacht sucht, also das möchte ich sicher nicht. Also letztendlich sollte es dann wirklich eine ernsthafte Beziehung sein mit allem Drum und Dran. Was ist denn der für Sie Richtige? Wichtig wäre mir, dass dieser Mann humorvoll ist, dass ich über gewisse Dinge mit ihm sprechen kann. Und das waren die wenigen Männer, die mir jetzt so begegnet sind, also wirklich nicht. Wie soll denn das Prachtexemplar ausschauen? Wie soll das sein? Ich muss sagen, von der Optik her bin ich also sehr flexibel, weil ich denke, wenn das einfach der richtige Mann ist, dann
ist er für mich einfach attraktiv und schön. Das Einzige, was schön wäre, wenn er gepflegt ist und nicht rauchen, das wäre halt auch fein. Warum betonen Sie das Gepflegtsein so? Weil ich so vielen Männern begegne, die einfach für meine Begriffe wirklich nicht gepflegt sind oder wo auch einfach die Zähne nicht sehr ansprechend sind. Und das ist etwas, womit ich einfach wirklich nicht umgehen kann. Das würde für mich nie in Frage kommen. Ich möchte also schon gerne mich mit diesem Mann sehen lassen können und auch stolz auf ihn sein können.